Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Wir sind immer noch auf der Suche nach Opas Asche. Ja, Opas Asche befindet sich im Lager, irgendwo im Wachenhaus oder im Wachenlager. Es wurde jedenfalls beschlagnahmt, weil man dort halt so ein bisschen wie was drin gefunden hat. Soll in dem Moment keine Rolle spielen. Wir müssen auf jeden Fall den Weg hierhin finden. Und Leute, ich habe mich dazu entschlossen, mich nochmal dort genau in der Nähe umzuschauen. Vielleicht finden wir ja da irgendwo einen Durchgang, eine Tür, irgendwas, was wir übersehen haben. Deswegen begeben wir uns auch gleich mal auf den Weg direkt dorthin, würde ich behaupten. Also in dem Moment, zack, komm ich direkt hier raus. Bin ich euer Mann. Ja, ja. Dann seid ihr mal unser Mann. Neu ausgerüstet sind wir ja, glaube ich, ne? Ein Königreich für einen Kaffee. Ja, wir sind soweit ausgerüstet. Ein Königreich für einen Kaffee, ja. Ich mag Kaffee auch immer besonders gern. Von daher kann ich den guten Herrn ja verstehen. Aber nichtsdestotrotz, Kaffee ist uns jetzt nicht vergönnt. Denn wir dürfen eigentlich direkt mal weiterlaufen. Ja. Hoffe ich doch zumindest mal, wenn der Bildschirm hier durch ist. Und Opas Asche suchen. So. Wir sind hier. Hoppala. Falsches Knöpfchen. Ja, wir sind hier. Wir müssen darüber. Irgendwie. Entweder kommen wir jetzt hier geradeaus durch irgendwo. Da können wir mal schauen. Kommen wir da rein? Eher nicht, ja. Eher nicht, ja. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh, wer schnarcht denn hier so laut? Ach, das ist der nette Herr hier. Alles klar. Der schnarcht mir mal die Ohren voll. Ich habe keine Ahnung, wieso, warum der jetzt auf einmal so laut ist. Keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, für euch ist das dann nicht zu laut. Wären wir hier so bei Nebelschaden, ja. Licht. Okay, das soll natürlich Licht darstellen. Ganz, ganz logisch. Was wir da sehen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber das passt schon irgendwie. So, wir müssen da drüben hin, irgendwie. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Eintopfküchen, ja. Eintopfküchen sind auch immer besonders schön. So, und wenn wir jetzt der... Ach Mensch, was drück ich denn nur? Ja, falsches Spiel, ne? Falsches Spiel. Sag ich doch, Leute. Ich bin jetzt ein anderes Spiel gewohnt, deswegen... Ja, aber soll uns mal nichts weiter ausmachen. Kommen wir da durch, wenn wir hier reingehen? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir probieren es einfach mal aus. Mehr können wir ohnehin nicht machen, als hier einfach mal so ein bisschen rumzuschauen auf dem Weg dahin. So, mach hier denn irgendwas außer der Tür nach unten. Ja, hier ist er natürlich. Zack, ich glaube, das ist der Lichtschalter, ne? Ja, kommt. Das Licht, das machen wir natürlich wieder an. Das bringt hier alles nichts. In die Richtung müssen wir übrigens. Und da kommen wir auch wieder raus. Alles klärchen. Hier ist, glaube ich, nichts weiter drin gewesen. Ne. Da haben wir schon alles rausgeräumt. Deswegen können wir hier tatsächlich mal durchgehen. Dann dürften wir auch zumindest mal in der Nähe wieder sein von unserem Zielobjekt. Ja, warum muss Opas Asche auch ausgerechnet so gut versteckt sein? Ich weiß es nicht. Und schaut mal, hier waren wir auf jeden Fall schon einmal. So viel ist mal sicher. So, zack. Einmal hier in Deckung gehen. Nur, dass wir nicht versehentlich runterfallen. So, und dann... Ist das da oben eigentlich ein Vogel oder was soll das da oben da staunen? Ah, spielt auch keine Rolle in dem Moment. Hoffe ich mal zumindest. So, wir springen mal darüber. Schauen wir doch vielleicht auch nochmal hier rein. Vielleicht gibt es hier da noch irgendwie was zu entdecken. Fragezeichen. Ja, ist was. Der ist was versteckt. Ja, das heißt, in den Raum können wir auch irgendwie rein. Die Frage ist nur wie. Die Frage ist nur wie. Und ganz in der Nähe ist nämlich auch unser... Zack, Moment. Da lang. Da drüben müssten wir rein. Aber hier gibt es auch nichts weiter großartig. Ja, da oben leuchtet was. Da kommen wir aber wahrscheinlich auch nicht so einfach ran. Ich glaube, das hat man schon mal probiert. Beim letzten Mal. So, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich hier runterfalle? Ich weiß es nicht. Ich breche mal ab, Leute, und dann springen wir einfach mal hier runter. Weil erstmal hier drauf. Hier ist nicht, glaube ich, nicht ganz so hoch. Und dann, ja, passiert Gott sei Dank nicht so viel. Da oben wollen wir rein. Und hier ist aber nichts, hier ist absolut nichts weiter, ne? Oh, bitte. Gott, die Leute sterben hier. Mensch. So, hier ist nichts weiter, denke ich mal. Wir hier hoch? Ne, das hat man auch schon mal probiert. Da kann man nicht hoch. Das hat man schon mal probiert. Vielleicht hier irgendwo um die Ecke. So, ich frage mich gerade, wo die Wache hin ist.
ein bisschen. Ja, spionieren. Warum es da oben leuchtet, weiß ich nicht. Könnte sein, einfach nur, weil es da oben brennt. Vielleicht können wir da ja irgendwas machen, weiß ich nicht. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Auf jeden Fall ist mal der nette Herr hier wieder da. Der Herr von der Wache. So, von mir aus läuft da weiter rum, ist mir wurscht. Wo bist du? Kann man da irgendwo lang? Nee, da kommen wir auch nicht mehr. Oh, wo ist der denn schon wieder hin? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Oder auch nicht hallo? So, gibt's hier denn irgendwas, wo wir hoch können, vielleicht? Ja, nicht, hä? So, hier ist der nette hier. Bei allen toten Göttern. So, zack. Den haben wir mal aus dem Weg geräumt. Besser ist das. Nicht, dass wir versehentlich noch, ja, über ihn stolpern, so mehr oder weniger. Was heißt stolpern? Stolpern wäre dann auch wieder zu viel gesagt. Da läuft irgendwas Wache rum. Da ist er. Da ist ein Schild und da ist eine. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das möchte ich auf jeden Fall noch mitnehmen hier. Mach mal ein bisschen hin, Gerrit. Sie ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens aus der Sugar Lane. Aber nichts bewirkt. Ja, das ist schön, dass es nichts bewirkt hat. Wobei, so schön ist es auch wieder nicht. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Geht heute jemand spazieren? Oh. Jetzt bist du hallo, hallo? Gibt's hier denn irgendwas? Ja, da kann man rein. Oh, 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 oh. Hallo? Ja, müssen wir es halt so erlegen. Ach du meine Güte, was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich kenne meine Deckung. Komm, steck mal das Ding hier weg. So. Kann man den beklauen, oder? Ja. Okay, alles klärchen. Schaut mal hier. Moment, erstmal hier noch. Ja, da kann man uns, glaube ich, nur verstecken. Hier ist noch was zum Aufschrauben. Da gehen wir mal rein. Schauen mal, ob es dort irgendwas gibt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich feststellen. Auf jeden Fall ist das Ziel gar nicht mal so weit weg. Schaut es in diese Richtung. In diese Richtung. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt tatsächlich mal einen richtigen Durchgang gefunden. Der Durchgang, der uns hier eventuell ans Ziel führt. Ist ja aber auch fies da, weißt du, wie das Ganze wirklich, ja, versteckt ist. So, ist ganz schön dunkel, ne? Müssen wir hier eigentlich hocken? Ich glaub's ja nicht, ja? So. Oh, schaut mal. Schaut mal, wo wir hier sind. Am Objekt der Begierde, beziehungsweise am Zielort. So, wir knacken mal einmal das Ding hier richtig schön auf. Dann schauen wir uns hier richtig um und entdecken hoffentlich Opas Asche. Das Hauskunde interessiert sich wohl mehr für die Urne. Oder ich unterschätze die Familienbande. Okay, eine todernste Angelegenheit. Wir haben sie erledigt. Und das innerhalb der ersten, ja, neun Minuten, ja, das ist vollkommen in Ordnung, ne? Schaut mal, hätten wir das letzte Mal einfach mal in diese Richtung geschaut, schon bevor wir überhaupt woanders hingegangen wären, dann hätten wir es doch viel einfacher gehabt. Aber gut, es ist halt manchmal so. Was haben wir hier? Ein paar Dokumente. Register gestohlener Güter, 29.05.842 NR. Register konfiszierter Waren. Ja, schauen wir mal, was die guten Herren geladen hatten. Eine Opiumpfeife, beziehungsweise konfisziert hatten. Eine Opiumpfeife, 12 Fingerhüte Opium, 2 Kohlköpfe, eine Milchkanne, die war leer, 2 Gläser Honig, 5 geräucherte Keulen, Fleischtyp unbekannt, alles klar. Ein Topf mit Asche, ja, und den Topf mit Asche, den haben wir uns natürlich wieder geschnappt. Ja, erhobene Strafe, 5 Goldmünzen. Wirkt eigentlich schon erbärmlich lächerlich. Aber das ist halt so, ne? So, mal hier wieder aufknacken. So, was haben wir hier? Ein Flachmann nehmen wir natürlich mit. Und dann war es das auch schon da drin. Alles klar. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Der drüben. Da ist übrigens noch eine Tür. So, was haben wir hier drin? Auch nichts. Schade. Ein Füller. Und auch schade hier. Schaut mal, was ist das denn? Bickling. Was? Bickling Brian? Keine Ahnung. First Sales Company. So, was haben wir denn hier alles?
Da drüben ist noch ein Zimmerchen. Ich schau mal ganz kurz ja auf die Karte. Ich glaube, auf die Karte können wir uns eigentlich sparen zu schauen. Wir können nämlich eigentlich nur den Raum hier sehen. Okay, wir gehen erstmal in den Raum rein, würde ich sagen. Und bevor wir da raushüpfen. So, aber zack, einmal eine Quick Save gesetzt. Ich weiß nicht, was uns... Moment. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Deswegen, wir schauen auch mal sicherheitshalber hier rein. Du hast Schlüsselloch, natürlich. Und eventuell kommen wir da... Ja, da dürfen wir dann wieder rauskommen. Wir knacken es erstmal auf und schauen uns um. Und da. Einmal. Zweimal. Ja, wo ist es? Halt, da war's. Ja. So, dreimal. Viermal und... Und die Nummer 5. Alles gleichen. Einmal aufmachen, bitte. Huch. Och, liebe Leute. Oh, ich bin auch manchmal so richtig schön tappig. Ja, zack. Ein Blick damit offenbart ist. Da drüben... ja, Moment mal. Wenn das da drüben... Da kann man ja nicht drauf, ne? Och, das ist ja mal richtig fies. Können wir das irgendwie abschießen? Ey, das ist ja mal voll fies. Wie machen wir das denn? Wir können es damit versuchen. Ja. Bewirkt noch nichts, ne? Oh, das ist richtig schön fies. Die kann man eigentlich nur umlaufen quasi. So ein bisschen versuchen. Zumindest können wir das. Nee, dann gehen wir doch erstmal raus. Bevor wir hier den Heldentod sterben quasi. Oh Mann, das ist aber auch fies an manchen Stellen. Ich ganz ehrlich, da läufst du einfach so unvermittelt irgendwo hin und stellst fest. Ja, irgendwie Mist, da war noch was. So, wir haben hier einen geheimen Raum. Ach, schau mal einer an. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Raum hier. Das könnte der Raum sein, wo wir von draußen reingeschaut haben. Ja, das Loch sehen wir von hier drinnen gar nicht. Irgendwie seltsamerweise. Normalerweise möchte man ja meinen, dass man dann so eine Lösche sieht, aber gut. Ist halt so. Ich kann mal beruhigt anlassen. Dürfte eh keiner reinschauen. Den Armreif eingesteckt halt. Da war noch eine Schublade. Den Münzhaufen nehmen wir natürlich auch noch mit. Und hier gibt es offenbar ordentlich was mitzunehmen, ja. So, und hier gibt es nur noch das hier. Schloss Knacken. Und schauen wir doch mal, dass wir das Ding auch noch aufkriegen. So, wo ist die 3? Nummer 3. Halt, halt, da. Und. So, zack. Ehrenzeichen der Wache. Ja, okay, alles klar. 144 Gold. Uiuiui, mein lieber Oschi. Ist das das, was wir jetzt bekommen haben? 144 Gold. Das ist ja mal... Das wäre natürlich... Boah, das wäre richtig, richtig extremst viel. Meinen Augen. Moment, da lang. Und dann kann man nämlich eigentlich... Ja, ich mal schätze, dass wir hier jetzt tatsächlich alles haben. Soweit, ja, da unten ist die tote Wache. Beziehungsweise die schlafende Wache tot. Wir töten hier niemanden. Auf gar keinen Fall. So, dann kann man mal versuchen, hier das Ganze ein bisschen zu umgehen. Das sind natürlich alles hier... Moment, wenn wir jetzt hier die Tür zumachen... Schaut mal hier. Natürlich. Natürlich. Wie kann es denn anders sein? So richtig schön hinter der Tür ist natürlich der Sicherungsgast mehr oder weniger. Wir können hier ruhig jetzt drüber laufen. Okay, und dann haben wir da oben für das Seilfall. Zack, das ist ja genau perfekt. Alles klärchen. Das funktioniert auch. Das funktioniert einmal. Ups, einwandfrei. Dann sind wir nämlich hier. Leute, dann sind wir hier. Quasi, wo ich denn den, Was? Einen heißen Kaffee? Jo, ein heißer Kaffee. Ich glaube, den werde ich mir später auch noch gönnen. So, angesichts der Uhrzeit jedenfalls, wo ich das gerade aufnehme. Hier ist nämlich noch reichlich früh am Morgen. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, hier ist quasi der Punkt gewesen, von wo aus ich nach oben geschaut habe. Und dort seht ihr auch die eine tote Wache. Ja, wir haben hier hochgeschaut, haben den Seilpfeil hier dran gehämmert. Und nichts ist passiert, ja. Außer, dass wir, glaube ich, dann... Der
ja, das Seil war nicht mehr da. Kann nicht sein, dass ich gestorben bin. Nachdem ich dieses Seil hier hochgeschossen hatte. Fakt war jedenfalls, dass wir nicht da hochgekommen sind. Und ja, jetzt haben wir es halt geschafft. Sehr, sehr gut. Aber Leute, ich will euch jetzt nicht ärgern. Aber an dieser Stelle setze ich mal einen Cut. Ich meine, wir haben Opas Asche zurückgeholt. Das heißt, wir haben auch die letzte Nebenmission von Basso erledigt. Und damit können wir eigentlich, würden wir jetzt weitermachen, rein theoretischerweise die Hauptquest weitermachen, ne? Die Hauptaufgabe, die Hauptstory, ja, weiter angehen, wie auch immer ihr das bezeichnen mag. Und das möchte ich gerne aber von frischem an, beim nächsten Mal quasi, weil ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder ein bisschen länger dauert. Deswegen hier ein Cut. Ja, ich hoffe, euch hat es soweit trotzdem gefallen. Wenn dem so ist, ein Däumchen nach oben. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Thief. Bis dann, Leute. Ciao.